Hallo und herzlich willkommen auf unserem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute haben wir noch einmal eines unserer beliebten Rankings für euch vorbereitet, bei dem es diesmal um die aktuellen K.O.-Könige geht. Vor welchen Boxern zittern also alle Gegner? Wer schickt seine Kontrahenten reihenweise mit Powerfäusten vorzeitig in den Ringstaub? Hier sind sie für euch, die derzeit besten, aktiven K.O.-Boxer. Platz 5. David Benavides. Einige Supermittelgewichtler haben sicher im August letzten Jahres kurz aufgeatmet. Nachdem Benavides seinen WBC-Gürtel verlor, da er beim Gewichtmachen patzte, war klar, wer nun den Titel in diesem Limit vereinigen will, muss erstmal nicht mehr an Benavides vorbei. Puh. Bei einer K.O.-Quote von knapp 86% ist dieses Durchatmen durchaus verständlich. El Bandera Roja, der seine ersten 4 Profifights allesamt in der ersten Runde gewann, gilt dabei im Fachkreisen als die größte Gefahr für Superstar Canelo Alvarez. Und Benavides macht sich gerade auch wieder daran, seine früheren Titel wiederzuerlangen. Im WBC Eliminator schlug er Ronald Ellis. Wie? Natürlich durch technischen K.O. in der 11. Runde. Platz 4. Anthony Joshua. AJ. Was wurde nicht schon alles über den als Mr. Nice Guy geltenden Briten berichtet? Aber im Ring ist Joshua keineswegs ein sanfter Gegner. Mit Ausnahme von Joseph Parker und Andy Ruiz Jr. schickte der Brite bislang alle seine Gegner vorzeitig auf die Bretter, was in einer K.O.-Quote von 88% mündet. Wir brauchen dabei nicht erwähnen, welche hochklassigen Gegner AJ bislang auf seiner Fightlist stehen hat. Der Dreifach-Champ, der die Gürtel der WBA, IBF und WBO trägt, tritt diesen Sommer wohl gegen Tyson Fury an. Das Match gilt zwar als ausgeglichen, Experten trauen aber eher Joshua einen K.O.-Erfolg zu als seinem Kontrahenten Fury. Kann AJ also seine K.O.-Quote sogar noch weiter ausbauen? Platz 3. Deontay Wilder. Der Bronx Bomber gilt nicht umsonst als einer der gefürchtetsten Boxer im Schwergewicht. Von seinen stolzen 42 Siegen errang er 41 per K.O. Nur Burman Stiverne schaffte es volle 12 Runden lang mit Wilder. Dies hielt aber dann doch auch nicht allzu lange. Wilder schlug Stiverne im Rückkampf nämlich 2 Jahre später sogar schon in der ersten Runde K.O. und korrigierte so seine Quote. Der Bronzebomber braucht insgesamt nur knapp 3,4 Runden für einen Kampf. Tiefstwert auf unserer Liste und ein eindeutiger Beweis für seine nur schwer zu verteidigende rechte Gerade, welche Wilder selbst gerne auch als Killer beschreibt. Platz 2. Gervonta Davis. Davis ist wohl der beste Beweis dafür, dass die gefürchteten Knockouter nicht nur unter den schweren Jungs zu finden sind. Der im Superfeder- und Leichtgewicht boxende Amerikaner gewann nicht nur bisher jeden seiner Profikämpfe, sondern diese auch bis auf eine Ausnahme immer vorzeitig. Fast ein Drittel seiner Kämpfe beendete er bereits in der ersten Runde. Er ist bei seinen Gegnern gefürchtet, bei den Fans und Experten aber auch immer wieder umstritten. Trotzdem, sein K.O. gegen Leo Santa Cruz im Oktober 2020 war für viele der K.O. des Jahres. Guckt ihn euch also gern nochmal an, dann wisst ihr genau, was wir meinen. Platz 1. Arthur Beterbiev. Eine K.O.-Quote von 100% bei 16 Profikämpfen. Müssen wir hier eigentlich noch mehr erzählen? Ja, denn der russische Weltmeister im Halbschwergewicht nach der Version der WBC ist ein echter Allrounder. Mit ordentlich Dampf in den Fäusten gesegnet, sieht Beterbiev aber auch quasi jede Lücke in der Deckung seiner Gegner und nutzt diese gnadenlos aus. Gegen diese K.O.-Maschine mussten schon Weltklasse-Boxer wie Oleksandr Gvozdzyk oder Callum Johnson die Segel vorzeitig streichen. Jeweils die erste und einzige Niederlage in ihrer Karriere. Da überrascht es schon, dass es gerade der deutsche Enrico Kölling ist, der am längsten gegen den Russen bestehen konnte. Doch auch für ihn war 27 Sekunden vor Ende des Kampfes in der 12. nach 2 Knockdowns einfach Schluss. So, jetzt seid ihr aber an der Reihe. Was haltet ihr denn von unserem Ranking? Hättet ihr mit diesen Boxern gerechnet oder welche Namen hattet ihr nicht auf dem Zettel? Lasst es uns also gerne in den Kommentaren wissen. Und guckt euch unbedingt auch unsere aktuelle Ausgabe an. Hier haben wir nämlich eine komplette Top 10 der gefährlichsten K.O.-Fighter für euch vorbereitet. Lasst es euch also nicht entgehen und haut rein.